Dankeschön. Ich freue mich sehr. Es ist mein erster Fernsehauftritt in der Schweiz. Und deswegen habe ich mich gefragt, was der Sinn des Lebens ist. Also ich will euch ja auch was bieten. Und ich glaube, dass der Sinn des Lebens ist es, wirklich einfach ein guter Mensch zu sein. Keine Sorge. Überhaupt nicht. Das Ziel des Lebens ist einfach, fucking reich zu werden. Ja, ja, habe ich schon ein paar Fans. Super. Ja. Also ich meine jetzt richtig reich, steinreich. So, dass ihr Leute mit Geld zuscheißen könnt. Dass ihr denkt, den Porsche da vor mir, den ramme ich jetzt. Und dann steigt der Fahrer wütend aus seinem Auto und du wirst ihm erstmal ein Bündel Geld ins Gesicht. Dann sagst du, hier, kauft ihr ein neues Auto. Aber eins, das teuer ist. Aber vorher tanzt für mich. Das Gefühl ist doch einmalig. Das kann man doch mit Liebe gar nicht aufwiegen. Klar, Geld hilft nicht immer. Wenn einem das Kind aus dem Fenster fällt zum Beispiel. Ist ein Stimmungskiller. Aber ich sag mal so, wenn einem das Kind aus dem Fenster fällt, wie scheiße ist es dann noch zusätzlich arm zu sein? Und noch ein Trost, man ist ja nicht reich, weil einem das Kind aus dem Fenster gefallen ist. Es sei denn, man hat eine unfassbar hohe Lebensversicherung auf sein Kind abgeschlossen. 10 Millionen Euro ausschließlich für den Fall, dass das Kind aus dem Fenster fällt. Da denkt man natürlich zweimal drüber nach. Ja, ist ja ein Dilemma. Mache ich das Fenster auf Kipp oder ganz auf? Ja, wenn man nicht reich ist, muss man immer abwägen. Wenn mich ein Obdachloser nach einem Euro fragt, gebe ich dem wirklich einen Euro für ihn oder nur für mich, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen? Was kann ich machen, um ihm wirklich nachhaltig zu helfen? Wenn ich reich bin, kann ich einfach nur sagen, fuck it, hier hast ein Bündel Geld, kauf dir eine Wohnung, aber vorher tanz für mich. Es ist so schön, aber dann wird so viel über Reiche gejammert. Denen geht's ja nur ums Geld. Was heißt denn hier nur? Ja, viel Geld ist ganz schön viel. Die meisten Leute, die schlecht über Geld reden, haben gar kein Geld. Die kennen Geld nur vom Hörensagen. Aber trotzdem haben sie eine ganz klare Meinung. So entstehen Vorurteile. Beispielsweise Konzerne sind böse. Das ist auch keine Kategorie, um Konzerne zu beurteilen, gut und böse. Konzerne machen Geld oder nicht. Ich sage ja auch nicht zu Michael Schumacher, für mich bist du kein Weltmeister, weil du nicht spritsparend gefahren bist. Denk mal an die Umwelt. Gut, wobei jetzt Michael Schumacher ist ein schlechtes Beispiel. Denn ganz objektiv gesehen, die Zeit, die Michael Schumacher im Koma lag, war klimatechnisch seine beste Zeit. Oh. Oh. Da merke ich, haben wir hier so eine Grenze erreicht. Ja, aber ist doch schön, dass ich es weiß. Kind aus dem Fenster geht. Ja, aber, ja, ist gut. Wie gesagt, erster Auftritt, da muss man sich so eingrooven erstmal. Ist gut. Ja. Ja, und dann wird gesagt, ja, aber Reichtum ist doch nicht alles, es zählen doch auch innere Werte. Ja, aber innere Werte hat man ja auch, wenn man reich ist. Reiche haben dein Leben und sind reich. Es ist immer noch mal besser, da kriegt man ja sonst nichts weggenommen. Da kommt ja keiner ab einer Million und sagt dann, oh, wir haben gesehen, sie sind reich geworden, jetzt müssen wir ihr Kind wegnehmen, sonst wird ihr Leben zu geil. Ja, und da wird so viel über Reiche gejammert, ich verstehe es nicht. Warum ist das so? Ja, das Schönste am Reichsein sind Leute, die nicht reich sind. Also deswegen ist man ja reich. Also ich meine, wenn alle reich sind, ist niemand reich. Also ist auch niemand arm. Man ist einfach nur so da. Ihr merkt, wo das Problem ist. Niemand tanzt für mich. Ja, ist doch scheiße. Deswegen ist es schön, wenn nicht alle reich sind, dann kann man sagen, arbeitet für mich. Ein Bekannter von mir hat neulich zu mir gesagt, ich habe eine Putzfrau, aber ich bezahle die so gut, für das Geld würde ich selber machen. Ich will so reich sein, dass ich meiner Putzfrau gar nicht zahle. Klassisches Putzpraktikum. Wie oft, so funktioniert ja Arbeit, wie oft denkt man sich, für das Geld würde ich es nicht machen. Ich würde nicht für den Mindestlohn Schweinehälften zersägen. Ich bin lebensweltlich so weit davon entfernt, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt zersägt. Sind ja Hälften. Wie oft denkt man sich, für das Geld würde ich es nicht machen? Ich hätte das T-Shirt nicht für 30 Cent genäht, aber so viel Eifer unterstütze ich natürlich.
Sind hier alle Fairtrade unterwegs heute, sorry. Wo ist sie denn? Ganz andere Verhältnisse. Ja. Es ist so schön, reich zu sein. Ich stell mir das so schön vor, wenn man dann sagen kann, ja, ich hab's geschafft. Und alle sagen, hey, toll, wie bescheiden der ist. Nur wenn man reich ist, kann man ja bescheiden sein. Wenn man obdachlos ist, kann man ja gar nicht bescheiden sein. Da kann man nicht mal arrogant sein. Wie soll das auch so? Ich habe keine Wohnung und ihr nicht. Edge. Null Kontoführungsgebühren. Ich will fucking reich sein. Und dann habe ich eine Frau, die so schön ist, dass sich alle wundern, wie klug sie ist. Ja, ich hatte jetzt noch so einen moralischen Teil vorbereitet, aber ich merke, hier in Zürich brauche ich den gar nicht. Vielen Dank. Sehr schön. Vielen Dank.